In diesem Video gebe ich dir einen kurzen Überblick über die richtige Verbbildung für die Past Simple, also der Mitvergangenheit, im Passiv, im Englischen Passive Voice genannt. Beginnen wir mit der Bildung der Past Simple im Passive Voice. Hier haben wir zwei Bestandteile, was oder were, also die Mitvergangenheitsform von to be, wird je nach Person verwendet, plus das Past Participle. Bei regulären Verben wird einfach ein ed angehängt und bei den irregular Verbs verwendet man die dritte Form. Schauen wir uns die Bildung gleich bei den Personalformen an, hier mit dem Wort erzählen, tell. Erste Person, Einzahl Singular, I was told. Zweite Person, Einzahl, you were told. Dritte Person, Einzahl, männlich, weiblich und sächlich, he, she, it, was told. Dann haben wir die Mehrzahlform. Erste Person, Mehrzahl, we were told. Zweite Person, Mehrzahl, you were told. Und schließlich die dritte Person, Mehrzahl, they were told. Was fällt auf? Die Bildung ist im Vergleich zum Deutschen sehr einfach. Bis auf die erste Person Einzahl und die dritte Person Einzahl erfolgt die Bildung immer mit were und dem Past Participle. Bei der ersten Person Einzahl und bei der dritten Person Einzahl wird was verwendet. Schauen wir uns das Ganze in der Anwendung in Beispielsätzen an. Im Aktiv lautet der Satz She wrote a letter. Der gleiche Sachverhalt im Passive Voice im Englischen lautet A letter was written by her. Schauen wir uns die drei Änderungen an. Aus dem Subjekt she wird das by Object by her. Die Verbbildung, die wir hier besprechen, aus wrote wird was written. Und a letter, hier das Objekt im Aktiv, wird im Passive Voice zum Subjekt. Noch ein zweiter Beispielsatz zur Vertiefung. Active, they bought apples. Sie kauften Äpfel. Gleicher Sachverhalt im Englischen. Apples were bought by them. Aus dem Subjekt they wird das by Object by them. Bought, die Verbbildung were bought, weil apples ist die Mehrzahl. Und apples wird vom Objekt zum Subjekt. Das war ein kurzer Überblick über die Verbbildung der Past Simple im Passive Voice.